Wir erleben nur einen Bruchteil der Zeit, die unser Planet bereits existiert. Sogar die Menschheit selbst ist sehr jung. Aber Lebenserwartung ist relativ. Es gibt Lebewesen auf der Erde, die sehr viel kürzer leben als wir und welche, die uns bei weitem überleben. Während ganz wenige sogar einem ewigen Leben nahe kommen. Aber sie selbst. Eintagsfliege, 24 Stunden oder weniger, hat die kürzeste Lebenserwartung der Welt. Ameisendrohne, 3 Tage, lebt von allen Ameisen am kürzesten. Mückenmännchen, 1 Woche. Das Mückenmännchen trinkt kein Blut. Gut zu wissen. Stubenfliege, 15 bis 25 Tage. Sie kann in ihrem Leben bis zu 1000 Eier legen. Mückenweibchen, 1 Monat. Mückenweibchen trinken Blut. Libelle, 4 Monate. Die größte inzwischen ausgestorbene Libelle überhaupt hatte eine Flügelspannweite von 75 Zentimetern. Bettwanze, bis zu 6 Monate. Die haben 7 Lebensstadien. Ohrenqualle, bis zu 18 Monate. Die beliebteste Qualle der Welt übrigens. Wo denn? Auf Instagram? Hausmaus, 1 Jahr. Die kann sich durch ein 6 mm großes Löchlein quetschen. Pantherchamäleon, 1 Jahr. Das Reptil mit der kürzesten Lebensdauer. Maulwurf, 3 Jahre. Maulwürfe haben Küchen, in denen sie Nahrung lagern. Taube, 4 Jahre. Brieftauben können relativ leicht für das Überbringen von Post trainiert werden. Meerschweinchen. Sie haben beste Freunde und erkennen Herrchen oder Frauchen. Honigbiene, 5 Jahre. Ihr Schwarmdenken macht sie quasi telepathisch. Dumbo-Tintenfisch, 5 Jahre. Ihre Dumbo-Ohren sind in Wahrheit Flossen. Kleiner Panda, 7 Jahre. Sie benutzen ihren Schwanz, um sich bei Kälte zuzudecken. Opossum, 8 Jahre. Ein anderer Name für diese Jungs und Mädels ist Beutelratte. Huhn, 9 Jahre. Das beliebteste Geflügel der Welt. Känguru, 10 Jahre. Sie können ihren Schwanz als Hebel benutzen, um mit den Hinterbeinen zu boxen. Kolibri, 12 Jahre. Ihre Herzen schlagen 1200 Mal in der Minute. Gepard, auch 12 Jahre. Das schnellste lebende Landtier. Fuchskusu, 13 Jahre. Sie sind mit dem Känguru verwandt. Hund. Die dänische Dogge schafft es auf den Hinterbeinen stehend bis auf 2,10 Meter. Tiger. 15 Jahre. Die größten Katzen, die es überhaupt gibt. Hauskatze. 16 Jahre. Maine Coon Katzen erreichen bis zu 95 cm Körperlänge. Schnabeltier. 17 Jahre. Es ist das einzige giftige Säugetier der Welt. Kuh, 20 Jahre. Der Ochse Knickers ist mit 1,90 Meter das größte Rindtier aller Zeiten. Löwe, auch 20 Jahre. Meistens jagen die Weibchen für das ganze Löwenrudel und die Männchen ruhen sich aus. Eisbär, 20 bis 30 Jahre. Eisbären sind Spitzenprädatoren. Sie haben keine natürlichen Feinde. Ameisenkönigin, auch 20 bis 30 Jahre. Sie ist Mutter von Tausenden von Ameisen. Giraffe, 25 Jahre. Giraffen sind, wer hätte es gedacht, die höchstgewachsenen Lebewesen der Welt. Grizzlybär, 30 Jahre. Die können bis zu 48 km/h schnell laufen und auf Bäume klettern. Weißkopfseeadler, 32 Jahre. Eines der berühmtesten Symbole der USA. Großer Panda, 35 Jahre. Sie haben einen Pseudodaumen, mit dem sie Bambus halten können. Pferd, 40 Jahre.
Das Przewalski-Pferd ist das einzige wirklich wilde Exemplar dieser Gattung. Kamel, auch 40 Jahre. Hiervon gibt es zwei Arten. Dromedar, ein Höcker, und baktrisches Kamel, zwei Höcker. Goldfisch, bis zu 40 Jahre. Der älteste Goldfisch der Welt ist allerdings 43 Jahre alt geworden. Orang-Utan, 45 Jahre. Ihre Armspannweite ist größer als ihre Körperlänge. Weißes Nashorn, 50 Jahre. Eigentlich ist es gar nicht weiß, sondern dunkelgrau. Andenkondor, 50 Jahre. Der größte Vogel der Welt. Leiser Nalbatros, 55 Jahre. An Land sind die aber unglaublich tollpatschig. Brückenechse, 60 Jahre. Sie haben ein drittes Auge, oben auf dem Kopf. Langflossenaal, auch 60 Jahre. Niemand weiß, wie sie ihre Jungen zur Welt bringen. Ara, 65 Jahre. Manche Aras leben mehr als 100 Jahre lang. Mensch, 68 bis 73 Jahre im Durchschnitt. Wir sind das zahlenmäßig am stärksten vertretene Säugetier auf der Erde. Grottenolm, 69 Jahre. Der wird wegen seiner fleischigen Haut auch Menschenfischlein genannt. Afrikanischer Elefant, 70 Jahre. Elefantenmütter tragen ihre Jungen 22 Monate lang aus. Weißer Hai, 70 Jahre. Der darf nicht aufhören zu schwimmen, um nicht zu sterben. Japanischer Koi, über 70 Jahre. Kann potenziell hunderte von Jahren leben. Killerwal, 75 Jahre. Sie können sogar Haie jagen. Grauwal, 77 Jahre. Seine Haut sieht fleckig aus, weil winzige Lebewesen sie bedecken. Kakapo, 80 Jahre. Der einzige flugunfähige Papagei der Welt. Europäischer Aal, 88 Jahre. Dieser Fisch ist in seinem ersten Lebensstadium so gut wie transparent. Blauwal, 90 Jahre. Das größte Tier, das je gelebt hat. Nilkrokodil, 95 Jahre. Die könnten zur Zeit der Dinosaurier gelebt haben. Pazifischer Kaiserbarsch, 98 Jahre. Der wäre so gern 100 geworden. Amerikanischer Hummer, der wird 100 Jahre. Es gibt tatsächlich Regenbogenhummer. Japanische Riesenkrabbe, auch die wird 100 Jahre. Ihre langen Beine sind außergewöhnlich zerbrechlich. Weißer Stör, 104 Jahre. Ein wichtiger Speisefisch. Flussperlmuschel, über 110 Jahre. Perlen sind in Wahrheit mit Schleim bedeckte Ablagerungen. Aldabra Riesenschildkröte, 120 Jahre. Die größte Schildkröte des Planeten. Maurische Landschildkröte, 125 Jahre. Ein beliebtes Haustier. Sebastes aleutianus, 140 Jahre. Manche dieser Fische leben länger als 200 Jahre. Elefantenrüsselmuschel, 150 Jahre. Sowohl das größte Weichtier der Erde, als auch das mit der längsten Lebenserwartung. Seestör, 152 Jahre. Der gehört zu einer Familie aus 27 Spezies. Galapagos-Riesenschildkröte, 170 Jahre. Die älteste lebende Schildkröte, die es gibt. Granatbarsch, 175 Jahre. Einer der wenigen Tiefseefische, der auf den Teller kommt. Grönlandwal, 200 Jahre. Der kann mit dem ganzen Körper aus dem Wasser springen. Roter Seeigel, 210 Jahre. Seine Füße stehen aus seinem Bauch heraus. Kuahogmuschel, 225 Jahre. Die älteste Muschel, 507 Jahre, wurde während der chinesischen Ming-Dynastie gefunden. Riftia parhyptila, 250 Jahre. Sie besteht aus zahlreichen winzigen Lebewesen, die sich konstant erneuern. Grönlandhai, über 270 Jahre. Das am längsten lebende Wirbeltier.
Riesenmeeresschwamm, über 2000 Jahre. Auch wenn sie keinerlei Organe haben, können sie fressen und sich fortpflanzen. Korallenriff, 4000 Jahre. Das Great Barrier Reef kann man vom All aus sehen. Unsterbliche Qualle, für immer. Die hier ist biologisch unsterblich. Sie kann unendlich oft wieder zum Polypen werden und wieder wachsen. Genau wie der Abwasch in meiner Küche. Apropos, da gehe ich jetzt hin. Tschüss!